Stichwort Wachstum. Laut Statistik Austria hat Weidhofen 2014 einen Abgang von minus 127 Hauptwohnsitzern. Sie sagen, dass die Stadt unbedingt wachsen muss. Woher wollen Sie dieses Wachstum nehmen, ohne die umliegenden Gemeinden zu schädigen? Wachstum kommt natürlich immer einerseits aus umliegenden Gemeinden. Es gibt einfach Abwanderungsregionen und da gehören wir leider im Ibstal auch dazu. Aber es muss gelingen, dass man diese Abwanderung vielleicht sogar umkehrt. Und teilweise gelingt uns das ja auch schon. Ich kenne einige Familien, sind auch mittlerweile Freunde geworden, die kommen aus Wien, sind hierher gezogen, weil sie die Lebensqualität schätzen. Wir haben vergangene Woche eine Wohnhausanlage auf der Zell eröffnet. Da ist ein junges Paar aus Leonding, die in Leonding arbeiten, aber die hier nach Weidhofen gezogen sind. Trotzdem ist Weidhofen eine Abwanderungsgemeinde und es wird gebaut und gebaut. Wir haben von 2005 bis 2015 2% an Bevölkerung verloren. Aber wir haben im letzten Jahr, das sind ungefähr 500 Leute, im letzten Jahr haben wir bereits 80 wieder zurückgewinnen können. Und das ist der Weg, den wir weitergehen müssen. Und ein Angebot braucht es ganz einfach. Noch einmal zurück zu dem Thema Wachstum der Bevölkerung. Auch der Herr Landeshauptmann Stellvertreter hat ungefähr seit geschätzten 100 Jahren darauf hingewiesen, dass ohne Hinterland Weidhofen nicht funktioniert. Mhm. Ihre Bestrebungen, das Wachstum in Weidhofen voranzutreiben, schwächt aber das Hinterland. Schwächt das nicht in Summe auch die Stadt? Schauen Sie, wenn das so wäre, da gebe ich Ihnen recht. Ja? Aber wir arbeiten ja zum Beispiel in der Kleinregion und das sind die Gemeinden bis Lunz hinein auch an diesen Strategien. Wir werden in absehbarer Zeit auch ein Projekt angehen, das erste interkommunale Wohnprojekt, so wie es im Wirtschaftspark das Ganze gibt, dass es auch im Wohnbereich das Ganze gibt. Und gerade deshalb, weil dieses Hinterland wichtig ist. Da geht es mir darum, das könnte im Bereich Oponitz stattfinden, dass alle Bevölkerung, die wir in diesem inneren Ibstal halten, davon profitiert Weidhofen. Aber sobald einmal jemand weiter hinausgezogen ist, ich sage jetzt einfach einmal Alhardsberg oder Kemmerton, die orientieren sich dann schon eher an den Städten. Und das ist einfach ein Wettbewerb zwischen den Städten, zwischen den Gemeinden und Regionen und dem müssen wir uns stellen. Da haben wir gar keine andere Wahl.